Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Community. Ich bin mit dem Chris und Out of Ore. Ihr habt mich bewertet und habt gesagt, damit Chrissy, wir wollen hier weiter gucken. Ja, also macht der Chrissy weiter. Wir hacken hier mal ein bisschen rum. Wir können ja mal hier so hacken, genau. Es gibt auch eine, es gibt auch eine Ego-Perspektive. Hier können wir eigentlich auch, das können wir eigentlich auch weghacken hier, dann können wir das schön breit machen. So. Jetzt gucken wir mal, wie weit das Holz ist. Ich glaube, wir brauchen eine zweite Holzbank hier, weil das dauert ja ewig. Ah, okay, die produzieren noch. Okay, ich habe hier schon mal Bretter. Wir brauchen Woodplanks. Und ich glaube, Woodplanks können wir auf jeden Fall auch nochmal welche machen. Machen wir nochmal 50 Stück. Wir brauchen Woodplanks und wir brauchen Woodplanks. Genau, also machen wir hier nochmal Woodplanks. Alles klar, also ihr seht schon, ne, das dauert hier 5 Minuten Spielzeit. Das sind keine 5 Stunden. So, ein bisschen Gold ist ja auch noch rausgekommen. Sehr schön. Was haben wir hier eigentlich noch irgendwas drin? Hier haben wir nichts drin. Nee. Dann können wir hier auch nochmal Gold reinschmeißen. So, und hier das Gold können wir mal verkaufen. Wir gehen mal auf Sell und verkaufen 98 Gold. 96, nee, 98. Für 14.000. Sehr schön. So, jetzt würde ich sagen, müssen wir tatsächlich mal anfangen jetzt hier. Die Frage ist, ob ich jetzt hier das Ganze mal abbreche und wir erstmal ein paar Planken bauen. Aber wir haben noch keine Planken gebaut, ne? Nee. Ah, das dauert noch. Das dauert noch. Ja gut, dann können wir, müssen wir noch warten, weil sonst können wir hier nämlich nicht weiter buddeln. Kohle. Ach so, Kohle. Da wollte ich euch nochmal zeigen. Chrissy hat hier gebuddelt wie ein Ochse. Ich habe hier mal die Kohleader angepinkt. Ihr seht es hier. Da habe ich ein Riesenloch gebuddelt hier. Ich habe dann aber auch aufgehört hier zu buddeln, weil nicht, dass ich hier verschüttet werde. Und ja, das Thema ist natürlich auch, dass wir hier unter der Straße lang buddeln müssten dann. Aber hier ist immer noch Kohle. Der Flöz geht also hier irgendwie noch runter. Ich weiß nicht, ich habe hier noch kein Ende gefunden. Und die Kohle brauchen wir ja, um Stahl zu machen nachher. Und da können wir dann richtig Kohle mit verdienen, weil dann können wir richtig Bauteile herstellen. Aber wir sehen, das ist hier nur so ein Flöz, der hier so ein bisschen, ja, der steckt hier so ein bisschen drin. Da ist jetzt die Frage, ob wir das jetzt hier so mit so einem Hamburger Verbau abstützen wollen, damit uns das hier nicht zusammenbricht. Weil das ist ja immer noch ein Flöz hier, ne? Also hier geht es immer noch weiter, hier gibt es immer noch Kohle. Ja. Hier gibt es zwar kein Paydirt, obwohl wir schon fast auf der Tiefe sind, dass hier Paydirt geben müsste. Aber hier scheint es jetzt vorbei zu sein. Ne, es geht immer noch, die geht nach unten, die Ader. Also hier habe ich ein bisschen Kohle abgebaut. Mit der Picke in der Zeit, während hier das Holz macht. Wir müssen ja erstmal den Holzverbau machen. Wir könnten natürlich auch Eisenverbau machen, aber ja, Holzverbau reicht eigentlich auch aus. Und wir sehen schon hier, das Flöz ist hier noch ganz schön breit. Und das geht hier auch noch weiter. Also... Ihr seht, da kriegen wir ordentlich Kohle raus. Aber wie gesagt, das hängt hier schon über. Also irgendwann kommt das runter. Müssen wir aufpassen. Oder wir buddeln uns jetzt hier einmal unter der Straße durch mit Abstützung. Ja, das, was wir auch machen können. Könnten, theoretisch. Weil wenn wir mal gucken... Oh, jetzt habe ich mich hier eingebuddelt. Sehr schön. Oh, scheiße. Jetzt muss ich mir erstmal ausbuddeln hier. So. Also ihr seht, hier ist ja meine Straße und die Ader wird wahrscheinlich hier rüber gehen, weil hier drüben ist er auch, seht ihr das? Also die geht hier direkt einmal unter der Straße durch. Da könnten wir vielleicht sogar sagen, wir machen hier mal so eine Betonstraße runter. Ja, weil es wird ja dann am Ende so sein, dass wir hier dann auch reinfahren werden in den Berg. Und hier drüben, das will ich ja auch weg haben. Das werden wir auch abbauen. Und ja, da ist natürlich dann die Frage, wie kommen wir aus dem Loch wieder raus, ne? Ja, da bin ich wieder. Es tut mir leid, ich habe da gerade Geschrei gehört oben.
Deswegen musste ich mal kurz mal hochgehen, musste erst mal gucken, was da oben los war. So ist das halt, ja. Das ist halt immer mal Geschrei. Und da muss man halt mal gucken gehen, warum da geschrien wird und muss da mal ein bisschen eingreifen. Ja, naja, so ist das manchmal. So, wir buddeln das hier mal weg. Und ich sag mal so, diese Feinheiten, die wir hier buddeln, die buddeln wir alle mit der Hand weg, weil das mit dem Radlader zu machen, ja, das geht, aber da muss man schon ordentlich fahren und der, ja, das ist ja das, was Chrissy nicht so gut kann. Ja, wie gesagt, ich bin schon vor 10 Jahren das letzte Mal Bagger gefahren. Radlader bin ich zwar schon länger gefahren, aber wir nutzen, also öfter, aber wir nutzen den Radlader nicht, um Erde durch die Gegend zu fahren, sondern wir fahren damit Maschinen durch die Gegend und Maschinenteile. Und dementsprechend ist das noch ein bisschen was anderes, mit so einer Schippe Erde zu fahren. Also zumindest so von einer, wie sagt man, wie man es halt aufnimmt, ne? Ja. Aber jahrelange LS19 und sowas Erfahrung, also von daher. So, hier würde ich nämlich jetzt auch nochmal rangehen. Und dann würde ich hier vielleicht eine Betonbahn runterbauen, mit der wir dann quasi dann das, mit der wir dann quasi das, die Kohle hier freilegen können. Da buddeln wir nämlich einfach unten runter lang. So, dann nehmen wir jetzt mal die Schippe. Jetzt hauen wir das mal gerade hier. Ja gut, hier brauchen wir noch ein bisschen Erde hier, sonst wird das nichts. Aber so prinzipiell können wir das so machen, glaube ich. Ist so geil, wie der mit der Schippe rumhaut, das ist schon ein bisschen geil. So, das heißt, jetzt haben wir hier eine schöne breite Auffahrt und die könnten wir ja dann theoretisch mit Beton ausbasteln. Dazu brauchen wir aber ein paar Sachen. Dazu brauchen wir nämlich Stahl, weil wir müssen nämlich Fässer bauen und eine Pumpe und dann müssen wir Wasser da rausholen. Theoretisch könnten wir das auch kaufen, aber ich finde das so jetzt nicht so schlimm, sage ich mal. Wir kriegen da schon ein bisschen was an Geld raus mit dieser Art und Weise. Aber wir müssen jetzt natürlich, jetzt haben wir natürlich erstmal die ganzen, ja, wir müssen die alle noch bauen, hier die Balken, bevor wir dann die Bretter bauen können. Und dann können wir nämlich erst die Wood Blocks bauen und dann auch erst die Floors. Ja, also das ist zwar Roof hier im Sinne von Dach, aber wir machen hier Floors an der Decke. Das geht auch. Das ist Holzverbau. Das kann man so machen. So, jetzt wäre die Frage, ob wir schon hier irgendwo eine Trommel aufstellen wollen. Also ich würde die ja vielleicht hier drüben irgendwo hinstellen erstmal, um erstmal ein bisschen Paydirt und sowas rauszuholen. Aber dazu muss ich noch mal kurz was gucken. Und zwar gab es ja eine normale Trommel und eine teure Trommel. Und da weiß ich jetzt nicht mehr, welche was macht. Also die macht Dirt und Paydirt. Das heißt, wir müssten danach noch mal trommeln und müssten dann, ja, ich weiß nicht, wie das denn funktioniert, wo denn das Paydirt abgeschieden wird. Weil hier kommt ja Dirt und Paydirt raus. Und wir wollen ja, naja, obwohl eigentlich, ja. Ah, wenn ich schon Paydirt abbaue, ja, anything else, und die Trommel kostet ein bisschen mehr, da kommt High Value Ore raus und dann everything else. Das heißt, hier wird wahrscheinlich dann das Ore rauskommen, woraus man, keine Ahnung, Eisen und sowas macht, schätze ich mal. Und das ist unsere Waschrinne ach so, da können wir Paydirt reinkippen und da kriegen wir den Gold in Diamonds raus, genau. Ja, nee, dann brauchen wir ja im Prinzip. Ja, welche brauchen wir denn? Hier kommt Dirt und Paydirt raus und alles andere, also zum Beispiel Eisen und Stahl und so kommt oben. Also Eisen, Gold, Kohle und so kommt oben raus. Und unten kommt Paydirt raus. Genau. Und das hier, Separating Valuable Minerals from the Rest. Ich glaube, das müssen wir dann nochmal ausprobieren, wie rum das funktioniert. Was ist das? Ein Fractioner? Used to move ore. Ach so, ja, genau. Crushed Rock rein und Gravel und Valuable Ore raus. Crushed Rock haben wir noch nicht. Das ist eine normale Trommel. But it drops it below. Achso, die schmeißt sie nach unten weg. Okay, nee, das wollen wir nicht. Dann brauchen wir das Ölrig noch, um Wasser herzustellen. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, wie das war hier. Das ist immer das Thema. Welche Trommel, welche ist. Also, ja, eigentlich müssten wir die beiden hintereinander machen, ne? Also, die holt jetzt erstmal Paydirt raus und trennt die Erze ab. Also weißt du was, wir können das mal probieren. Wir probieren das mal.
Wir wollen ja jetzt eh anfangen damit. Also von daher können wir ja schon mal investieren. Und zwar, wir brauchen zwei Dings. So, dann brauchen wir hier was zum Einbuddeln. Und wir brauchen, machen wir mal Conveyor Straight. Und wir machen mal, Ecken brauchen wir erstmal nicht. Ja, wir kaufen dann, wenn es soweit ist. So, die Frage ist, wo wollen wir es machen? Also ich würde das hier oben irgendwo machen wollen. Das heißt, wir müssen dann hier mit einem Conveyor, also ich würde es jetzt hier, ja, warte mal, wir machen das mal gleich richtig. Ich würde jetzt hier irgendwo am Ende, würde ich jetzt den Dings einbauen wollen in die Erde. Ja. So. Also nehmen wir den. So, der soll jetzt hier irgendwie in die Erde rein oder hier irgendwo hin. Einfach nur hier hin, das ginge ja auch. B ist Snap, genau. Ich will ein bisschen snappen. Snap, oh, wie snappt denn der? Das passt mir ja gar nicht. Achso, jetzt kann ich ihn frei platzieren, alles klar. War es verkehrt rum. Da, wo ist denn jetzt hin? Da ist er. Können wir da jetzt auch mal näher ran oder so? Nee, wa? Nee, können wir nicht. Warte mal. So. Genau. So wollte ich das haben. Jetzt machen wir hier noch ein bisschen was raus hier. Okay, das geht nicht raus. Ja, das geht nicht raus. Okay. Naja, aber ist egal, das kriegen wir hin. So, jetzt brauchen wir aber noch, jetzt brauchen wir noch mal was, was nach oben geht. Also ein Conveyor ab. Das ist ein Conveyor ab. Ja, wo ist denn der? Ach, der ist da. Oh, warte mal, wir machen mal Snap Mode an, genau. Ups. Okay, das funktioniert so nicht. Da stimmte der Winkel nicht. Ja, wenn ich den mal so bauen könnte, dass ich ihn sehe, den Winkel. Ach so, ja, so kann man es ja machen. Warte mal, so. Aber es muss 90 Grad dazu sein, ne? Sonst funktioniert das da oben nicht. So. Ja, das ist ein bisschen komplizierter, als ich dachte. Wir machen das anders. Und zwar, wir fangen oben mit der Trommel an. Wir fangen oben mit der Trommel an, weil dann muss es ja, ist es ja ausgerichtet. Dann muss das da irgendwie dran. So, jetzt gucken wir mal hier die Trommel hin. Ja, so können wir es machen. So, jetzt brauchen wir noch einen Winkel. Und zwar, was brauchen wir, rechts oder links? Wir brauchen, ja, wir kaufen beide. Dann werden wir schon sehen, welche funktionieren. Gehen wir mal B. H. Können wir hier noch ein bisschen was wegpicken. Ja, so in etwa. So, dann nehmen wir einen Conveyor ab. Jo, genau so. Okay. Okay, das heißt aber, wir sind ziemlich hoch. Ja gut, da müssen wir eine Rampe machen. Das ist ja auch kein Problem. Ah, wir sind ziemlich hoch, aber das ist nicht schlimm. Dann machen wir da eine Rampe. Machen wir eine Rampe vor. So, da haben wir jetzt unsere Trommel. So, jetzt müssen wir bloß mal gucken. Bei der Trommel kommt unten Dirt and Pay Dirt raus. Okay. Okay.
Das Hammer. Ach so, unten kommt Dirt und Pay Dirt raus, ja? Warte, denn nicht? Dann müssen wir es anders machen. Unten kommt Dirt und Pay Dirt raus. Okay, das heißt, wir brauchen einen Conveyor ab. Wir brauchen die Waschanlage. Und wir nehmen so einen kleinen noch mit dazu. So. Also, was haben wir gesagt? Wo kommt es raus? Ich habe schon wieder vergessen. Oben. Ne, warte. Wir sind auf der falschen Trommel. Unten kommt Dirt und Pay Dirt raus. Genau. Unten kommt Dirt und Pay Dirt raus. Das heißt, wir gehen einmal nach oben. Dann nehmen wir die Waschanlage. Oh, das geht nicht. Doch, das geht. Aber ich will die Waschanlage nicht da haben, sondern ich will die ja hier rüberziehen. So. Ja, aber wenn ich die jetzt dahin baue, dann komme ich an die Waschanlage nicht mehr ran. Wie viel Platz brauche ich denn hier, um rauszufahren? Ja, hier hinten bräuchte ich natürlich schon Platz. Na okay, wir bauen die erstmal hier hin. So, und dann buddeln wir die mal frei. Fällt gleich zusammen. Okay, warum macht er das nicht? Okay, er macht es nicht. Das ist schlecht. Okay, wir machen es anders. Ich habe keine Lust, da so lange zu buddeln. Wir nehmen noch einen Conveyor ab. Und schieben das nochmal nach oben. Und dann schieben wir es nach unten. So, und hier machen wir jetzt den Container dran. So, da ist jetzt Paydirt drin. Und hier ist jetzt alles andere dran. Das sieht nicht schön aus, aber das können wir so machen. So, und jetzt machen wir, probieren wir das gleich mal aus, ob das funktioniert. Und jetzt setzen wir hier ein bisschen Paydirt aus dem Dings. Aber ich weiß nicht, warum wir jetzt gerade kein Paydirt. Ach so, weil wir das hier im Inventar haben. Alles klar. Weil theoretisch müsste das jetzt hier auch so gehen, wenn man das jetzt reinschmeißt. So, mal gucken, ob das so ist. Also ich sehe es auf jeden Fall nicht. Die Trommel bewegt sich auf jeden Fall. Ist schon mal gut. Hier ist nichts drin. Oh, jetzt klingt mein Telefon, ey. Oh Mann, ey. Ach Mensch, ey, was ist hier los? Ja, da ist er wieder. Das war mein Kollege, mein Arbeitskollege, der. Ach, guck mal hier, Goldohr, da kommt's raus. Das war mein Kollege, der mir eröffnet hat, dass wir wahrscheinlich demnächst wieder zusammen auf Baustelle fahren. Und da freue ich mich total drauf, weil das ist einer meiner Lieblingskollegen. Also ich muss dazu sagen, ich habe mit keinem meiner Kollegen irgendwelche Probleme. Also die sind alle cool, aber mit ihm fahre ich immer gerne zum Kunden. Das macht immer besonders viel Spaß. Ja, also freue ich mich. Ist zwar noch ein bisschen hin, ich glaube 2 Wochen oder so, aber dann geht's los. Dann freue ich mich. Ja, schmeißen wir mal hier den Dirt rein. Dirty Diana. Ah. Ja. Hier, guck mal, ihr könnt auch mit der Hand machen. Also in links. Aber warum kann ich denn jetzt nicht mehr oder hier drückt lassen? Das ist doch hier Hühnerscheiße. Wie soll ich denn hier sonst den Dirt reinschmeißen? Na ja, gut, den nimmt man ja eigentlich nicht mit der Hand auf, sondern mit dem Radlader. Ach so, stimmt, Radlader. Wir wollten ja noch eine Rampe bauen. Also theoretisch könnte ich das sogar versenken hier. Aber es gibt keine kleinen Rampen, also Conveyor hoch runter. Es gibt nur große.
Ja. Aber was mich jetzt gewundert hat, dass da Dirt drin war. Ich glaube, ich habe da Dirt reingeschmissen. Kann das sein? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich habe jetzt gerade eine Stunde telefoniert mit meinem Kollegen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. So, aber hier ist das Gold schon mal raus. Das ist gut. Kohle hatten wir ja auf jeden Fall. Hier ist jetzt auch noch Gold drin. Sehr schön. Hier war ja nichts mehr drin. Der war auch fertig hier, schätze ich mal. Ja, der ist auch fertig. Und jetzt müssen wir hier mal unseren Holzi angucken. Aber Holzi macht auch keinen Stress mehr. Ja, guck mal, jetzt geht's los. Wie viel brauchen wir? Ich mache erstmal, ich würde sagen, wir machen erstmal vier. Warte, wir machen erstmal acht. Acht und gucken erstmal, ob die Höhe hinhaut. Und dann machen wir noch ein paar Wooden Floors. 40 Minuten. Nee, Sekunden. Oh, Alter, ich dachte gerade Minuten. Was ist mit dir nicht in Ordnung? So, was ist denn hier drin? Hier ist nichts drin. Ja, das ist korrekt. Und dann müsste ja hier jetzt Gold drin sein. Ja, hier ist Gold drin. Und Diamond. Und ein Haufen Dirt. Wertlos. Okay, dann verkaufen wir mal den wertlosen Scheiß hier. Damit wir mal unsere Taschen frei haben. Okay, dann wird es ja Zeit für einen Radlader, würde ich sagen. Also hier kommen wir, glaube ich, noch rein mit einem Radlader. Aber wisst ihr, was wir hier noch brauchen? Hier brauchen wir noch Dinge, damit das nicht hinten rausfällt, damit das nicht daneben fällt. Da würde ich ja sagen, dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt brauchen wir noch Ecken. Zwei Ecken, würde ich sagen. Oh, warte, die Roofs sind das gar nicht. Die sind das. Warte mal. Nee, warte mal, das ist ja. Wir brauchen 1, 2. Und dann brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dann kommt jetzt hier die Ecke dran. Nee, da nicht. Oh Mensch, ey, das ist wieder hier so ein Schietendreck hier. Ich sag's euch. So, jetzt geht's los. Und zwar, hier kommt die Ecke dran. Die Ecke geht da nicht dran. Okay, dann machen wir so. So, und so. Warte mal. So, und jetzt kommt die Ecke da dran. Und so. Und jetzt kommt hier noch die Pickaxe. Einfach in der Hoffnung, dass das dann hier irgendwie nach was aussieht. So, das ist schön. Aber da kommt, müsste der eigentlich rankommen, der Radlader, oder? Also eigentlich schon. Aber wir machen trotzdem eine Rampe. Und zwar, wir brauchen, wie viel brauchen wir? Vier, glaube ich, ne? Dann nehmen wir aber die billigen, ne? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. 26.000, Alter. Das ist natürlich schon eine Hausnummer, ja. So, und zwar. Nee, so nicht. So. Aber ob das jetzt so hinhaut hier, das wage ich ja zu bezweifeln. Oh, das könnte nichts werden, eventuell. Upsi. Ja, das wird nichts, das ist zu hoch. Wie kriegen wir das jetzt weiter runter? Es gibt ja keine kleinen Dings. Keine kleinen Conveyor. Gibt ja nur die großen. Da müssen wir ein bisschen Erde vorschütten oder was, aber das wollte ich eigentlich nicht. Wenn ich die jetzt hier dran baue, dann habe ich hier eine schöne Rampe. Aber da komme ich mit dem Radler noch nicht hoch. Verdammt! Dann müssten wir ja alles nochmal abbauen und das alles im Boden versenken. Da habe ich ja gar keine Lust drauf. Es ist zum Brechen. Es ist zum Brechen. Naja, dann gucken wir mal, ob das so funktioniert hier. Ein Diamond haben wir auf jeden Fall. Das heißt, wir können hier. So, Goldohr können wir nicht, weil. Ach, das ist ja Paydirt, ich blöd, Mann. Ach, Mensch, ey. Diamond. Oh, 15 Minuten, alles klar. So, dann machen wir 15 Sekunden. Dann machen wir jetzt hier mal Goldi Gold.
So, jetzt die Frage, wie kommen wir jetzt hier hoch? Den Winkel kann ich jetzt nicht weiter einstellen. Ja, wir müssen alles ein bisschen. Aber das ist auch blöd gemacht hier. Das ist keine richtige Höhe. Aber jetzt hier Erde vorschmeißen. Oh, dann hast du doch wieder so. Nee, das ist alles nicht gut. Das gefällt mir nicht. Dann machen wir die einfach weiter runter. Würde ich sagen. Wir fangen ja nicht oben an, sondern ein bisschen weiter unten. Das müsste ja eigentlich für den Radlader egal sein. Also wenn wir das jetzt hier hinbauen, ne? Ja. Ach scheiße, das war jetzt ein Satz mit X hier. So, jetzt nochmal. Das müsste der Radlader ja können. Denke ich mal. Da muss er ja wohl reinkippen können. Das wird schon irgendwie gehen. So, jetzt gucken wir mal nach dem Radlader. Oh, 248.000. Ich glaube, dafür kriegen wir gar keinen. Scheiße. Ich glaube, dafür kriegen wir keinen. Nee, 358. Also wir brauchen noch 100.000 Euro. Dollars. Naja gut, da müssen wir noch ein bisschen picken, würde ich sagen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, ne? Bis denn.